unserer Schönheitskönigin, die Queen of Una. Wir haben diesen Namen nach diesem wunderschönen Fluss hier gegeben. Diesen Köder haben wir ursprünglich für den Kuchen konstruiert, sehr stark gebaut, wie der Kuchen selbst auch ist. Ein sehr starker Stahldraht durchgezogen durch den ganzen Körper mit einem lauter Rassel auch vorgesehen. Und läuft sehr, sehr stabil in wechselnden Strömungsbedingungen, egal ob sie in strellen Strömung in ruhigeren Abschnitten oder in diesen Übergängen fangen. Dieser Köder bleibt immer stabil. Der ist 16 cm lang, wiegt etwa 40 Gramm, lässt sich sehr weit und sehr präzise werfen und hat eine starke Vibration. Das heißt also wirklich für große Räuber gedacht. In letzter Zeit wird er auch sehr oft von den Wallerangeln genommen, für Spinnfischen, aber auch für Trolling oder Schleppangeln auf großen Seen. Und sehr gerne nehmen ihn auch die Schweden, den schwedischen Schärengarten, weil Queen of Una auch dort diesen großen Hechten sehr, sehr attraktiv ist. Also meine wärmste Empfehlung, wenn Sie auf Huchen gehen, hier Unafluss in Bosnien oder an vielen Alpenseen, vielen Alpenflüssen, aber auch natürlich in Schweden oder auf Ebro, in Spanien, auf Waller, können Sie beruhigt nehmen. Köder hält einiges aus.